So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spieltag. Ja, da muss ich leider den 36,5 Millionen muss ich da, das muss ich annehmen, das Angebot. Dann können wir mich da nochmal nachverpflichten, wenn er dann den Wechsel vollzieht. So. Wie gesagt, nächster Gegner, wie gesagt, er heißt ja dann RB Leipzig jetzt. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der Ciao ist weg. Hat den Club, wird den Club nach Valencia verlassen. So, wie gesagt, dauert jetzt einen kleinen Moment. Da. Ah, jetzt RB und dann Atalanta. Na dann, auf geht's ins Match. Okay, auf geht's. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter. Später gemacht, steht heute an. Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen RB Leipzig. Ein interessantes Ligaspiel natürlich. Also RB wollen wir natürlich schlagen, wenn wir die sind momentan auch nur Zehnter, kommen wir dann nicht gut in die Saison rein. Richter lässt da mal zweimal austanzen. Richter. Latte. Erstes Ausrufezeichen der Schalker. 4 Minuten gespielt. Fekir. Ah, es ist. Latza, gelb. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Freistoß kommt rein. Nee, 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 keine echte Gefahr bei diesem Platz. Platzer muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er natürlich da nicht irgendwie. Heute wollen sie eine ähnliche Leistung abrufen wie beim letzten Auswärtssieg. Und dadurch stehen sie jetzt auf Platz. Macht er das Tor? Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende. Paulinho. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten, es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für die Hertha. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Baku. Für diese Infos. Arnold. Die beiden Ex-Wolfsburger. Richter. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Na. Also das erste Aufrufezeichen haben die Schalker schon gesetzt, aber momentan kriegen sie noch nicht viel auf die Reihe. Gutes Ding. Gossens. Sie kommen jetzt über außen. Vielleicht kommt jetzt was. Elfmeter. Er gibt den Elfmeter für die Schalke. Wieder ein Elfer. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Keine Frage, das ist ein Elfmeter.
aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung, aber kein... Und schießt der zweite in Folge, Luca Ferrario. Eigentlich waren sie sicher bisher. Und wieder verzieht. Da Costa hat in Frankfurt verschossen. Und Alario hier. Großes. So, was machen sie draus? Chance zur Führung. Gossens! Das wollte er genauso vor dem Elfmeter eigentlich auch machen. Es hat wieder funktioniert. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall funktioniert. Ah, Paulinho. Stibitz da den Ball, fast die Chance für Latza, da noch durchzumarschieren. Christopher Nkumbo. Ficky ist das. Da haben wir Tovan. Ballverlust. Gut gelöst da. Schön gespielt da, Baku. Baku! Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Bringt den Ball jetzt an den Kopf. 2:0, Paulinho. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Paulinho, 2:0. Aber wirklich gute Ballstatistik, eine Staffel vor dem 1 in der Situation. Und dann hier nochmal nachgegangen. Der Keeper war der einzige Leipziger, der in den letzten Minuten dazwischen war. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. 2:0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt es alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor. Schön, Baku. Für Dortmund. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 40 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Ah, Mann. Holt sich diesen Pass. Jetzt der Vorstoß. Der Ballverlust. Wieder Arile Baku. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zu. Das war ein bisschen schlecht von Alario. Da hat er versucht, ja. Pause. 45 Minuten sind rum. Es steht 2:0. So, also Gossens und Paulinho mit den neuen Toren. Wobei auch noch ein Elfmeter der Schalke verschossen mit von Alario. Christopher Nkunku. Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe. Sicher gehalten, die Bochmann. Das war dann auch keine Herausforderung. Nö. Der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Richtig, aber egal, alles gut. Als nächstes steht Atalanta Bergamo. Baku spielt ein starkes Spiel da hinten auf der Seite. Das war für mich kein Elfmeter. Und jetzt geht der Elfmeter von der anderen Seite. Arnold, der zweite, der jetzt gelb sieht. Geschenk für RB gegen Manuel Neuer, Eduard. Macht's besser als Alario. 1:2 nur noch. Der Ball schlägt unten im Eck ein. Den kannst du als Keeper nicht halten. So schießt man den Punkt. Ja. Also 1:2 nur noch. Das Spiel ist wieder unfreiwillig offen. Eigentlich war alles im Griff, aber nun ja.
Gosens. Zieht in die Mitte. Pass kommt. Ganz wichtig, da muss er hin. Also beide Sechser jetzt vorbelastet mit Gelb. Was passiert? Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier den zweiten Gosens jetzt. Ja. Für den ersten FC Köln. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Naja. Da kommt die Reingabe. Ball ist weg, aber geht. Ja, RB war wieder unfreiwillig mit drin in der Partie. Die Gäste werden wechseln. Schön dazwischen. Ja, gute Idee von Elvedi, der jetzt mit dem Einwurf. Der dazwischen geht. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Christopher Nkunku. Geht jetzt in die Mitte. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gut gemacht da. Mit viel Glück, weil ich war auch durch die Sonne. War nicht schwierig zu sehen, was. Also, das gibt die nächste Karte und das gibt es mal für Leipziger. Für Andersen. So, jetzt wechsle ich durch zweimal, weil ich mal meinen Sechser rausnehmen muss. Wegen der gelben Karte, weil bevor ich da jetzt irgendwie einmal die Gelb-Rot verliere. Sie werden jetzt wechseln. So, Arnold und Latza raus für Coutinho und Geiger. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und Son-Eduard. Da verlieren sie den Ball. Ja, Ziolis, der kommt jetzt auch ein bisschen... Schalke versucht jetzt ein bisschen, muss jetzt wieder ein bisschen auf die Defensive. Er holt sich vorne den Ball. Gefährlich! Da ist die Flanke. Oh, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen mehr in die Partie reinkommen wieder. Oder versuchen zumindest wieder in die Partie reinzukommen. Wenn wir das dritte Tor machen. Großes. Gosens. Ja, da wir haben 3-1. Yes! Das ist nicht so ganz unwichtig, das Tor, weil das zieht den Gegner so ein bisschen mehr den Zahn. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Eriksen jetzt am Ball. Schade. Bisschen weggeprallt der Ball. Der nächste Gosens. Schalke 04 heißt Atalanta Bergamo. Gosens. Tor. Der Pass. Nix zu halten. Sack zu. 4-1. Zeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ja, deswegen habe ich ihn geholt, weil er es einfach kann. Für das Saisontor. Sein Doppelpack heute. So, jetzt kommt Kalajdzic noch. Zu weit dieser Ball. Ja, der kommt ein bisschen weit. Geiger. Weg ist der Ball. Ah, es wird wahrscheinlich. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Es wird wahrscheinlich nichts weiter passieren. Und Son Eduard. Und dann war's das. Ja, die Schalke muss ein bisschen an ihrer. Das war wirklich eine klasse Leistung heute.
Elfmeterquote arbeiten. Weil 12 Meter jetzt in Folge verschossen. Na gut. Nächster Gegner heißt dann Atalanta Bergamo, das habe ich ja schon gerade gesagt. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und da wollen wir natürlich eigentlich schon ein bisschen was klar machen. Wenn Sevilla nämlich Salzburg schlägt, hätten die nämlich auch nur 3, dann würden wir mit 9 Punkten wechseln. Sie können eigentlich eine gute Hausnummer schaffen beim Sieg. Naja, aber das schaffen sehen wir uns dann in der nächsten Folge.